Ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen bei Anno 1800 mit eurem Hannibal. Ich wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Folge. Schiff vom Stapel gelaufen. So. Ihre Fakten sind eine echte Alternative. So. Es trägt Ihre Handschrift. Ja, es trägt meine Handschrift. Du bist ein echtes Vorbild für meine Täubchen. Bin ich, natürlich. Was denkst du denn? Ich bin immer ein Vorbild. So. Wann ja schließlich Vorbild sein, ne? Vorbildlich. So, gleich werden die ersten angekommen sein. Aufgaben, Buch. Ach. Habe ich da total vergessen, wa? Mhm. Deine Chance für eine Wir zählen auf dich. Zerstören Sie das Linienschiff. Das ist die Hannibal. Der Schlachtkreuzer Hannibal. So. So. Auf Kurs halten. Aha. Schiff unter Beschuss. Auf die Station. Ihr nervt. Zurückgekehrt. Mhm. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So, jetzt gehst du auf Linienschiffjagd. Also nach welchem Algorithmus das Ding da jetzt gesteuert wurde, weiß keiner, oder? Naja, egal. So. Neue Befehle? So. Neue Befehle. Wollen wir mal schauen. Fehlender Ausbau kostbar. Ach. Ja, das ist halt jetzt. Ja, so. So.
so vieles. Vorsicht etwa. Ja, super. So. Berg das mal. Bergungsmannschaften auf dem Weg. So. Und dann ab hier hin. So, dann werden wir das jetzt hier wegmachen. So, und jetzt bauen wir da auch noch Schienen hin. So. Jetzt wird das. Neuigkeiten? Ja, bringe ich. Ich weiß nicht, was wir ohne dich getan hätten. Oh, bitteschön. So, dann haben wir das. Dann haben wir hier auf der Insel schon. Also ein Glas und dann das anderen Zeug fehlt uns jetzt nicht. Stahl dürfte eigentlich auch genug sein. Ach gut. Lieber laden wir noch ein bisschen Stahl aus. Wow. Schicken das Schiffchen erstmal hier, schicken wir erstmal die Flotte hier rüber. So. Und bauen da noch ein bisschen aus. Ja, und zwar einfach zur Sicherheit, ne? Einfach zur Sicherheit. Schiff vom Stapel gelaufen. So. Ja, das ist dann jetzt erstmal. So. Jo. Jo, dann haben wir das. Gut. Passt doch.
Dann muss das halt erstmal ein bisschen hier aufgebaut werden. Aufgebaut. Und geplant und alles werden. So. So. Ja, wir müssen ja Öl haben, ne? Also es ist ja wirklich wichtig. So, und hier und da sind die ersten Pünktchen. Im besten Falle können wir auch schon ein bisschen mehr anbauen, aber ja. So. So, erstmal das Mama. Dann ist erstmal der Ölhafen. Ölraffinerie. Das muss irgendwo untergebracht werden. So. Jetzt bauen wir den Schienen. So. So, dann haben wir da auch noch eine parallele Streckenführung. So. Soll ich Ihnen zeigen? So, dann passt das doch. Ja. So, und dann haben wir das auch erledigt. Damit ist dann die nächste Insel angeschlossen an das Ölnetz. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Ja, dann so, und dann brauchen wir halt noch viel, viel Stahl jetzt für die
28, 36. So. Ja. Also 200 braucht man dann mindestens nochmal, um das hier alles zu versorgen. Auf dieser Seite der Inselwelt. So. Ja, um dann auch dafür zu sorgen, dass wir jetzt genug Öl von mehreren Inseln bekommen. Ja, Careful City ist halt auch schon so mit das Größte. Ja, da haben wir nochmal 10, 14. Guck mal, haben wir jetzt alle 14? Fast. Ja. So. So, wenn wir da schon mal wenigstens die 45 vollkommen. So. Na, ein Ziegelstein fehlt hier. So. Dann haben wir hier nächste Ölraffinerie fertig. So. Was habt ihr denn hier? Die guten alten Zeiten. Hast du nichts Wichtigeres zu tun, als einem alten Mann den Berg hochzuhelfen? Foto machen. Nein, die guten alten Zeiten. Foto abschicken. So. Hast du gut gemacht. Ja, hast du gut gemacht. Ja, danke schön. Danke schön. Ja, So, und Arbeit, Benetio. So. Ja, mit den ganzen Traktorscheunen und so weiter können wir dann schon ein bisschen. Ja. Ja, dann haben wir zumindest schon mal genug für alles. Jetzt gehen wir mal in die alte Welt. Jetzt kommt der glorreiche Moment. Oder? Noch nicht. Aber fast. So. Das ist meine Insel. Nö. In 10 Minuten nicht mehr. 10 Minuten ist das meine Insel. Da wirst du dich freuen. Wie Bolle, dass deine Insel weg ist. Und du da dich nichts mehr drum kümmern musst. Ja. Ja, beschwer dich doch nicht. Das ist doch nicht schlimm. Ja. Ich mach doch nur Platz. So. Also, Pelzmittel läuft jetzt. So, und da sind wir wieder am Ende einer Folge von Anno 1800 angekommen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und damit sage ich bis demnächst. Ciao.